Origin Pocovay Arc oder Pocovay Arch, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht, ich meine Arc. Um diese Sonnenbrille geht es ja in dem Video. Und ihr seht schon, die Brille ist neu, so sieht die Verpackung aus. Da stehen alle mattgrau, natural oder neutralgrau ist die Färbung der Gläser, das zeige ich euch gleich. Wir packen die jetzt aus. So kommt die also bei euch an, eingepackt in so einer Tüte. Was ist hier noch drin? Da ist eine Beschreibung. Dann haben wir hier so ein tolles Schächtelchen. Das kann man ja auch mal rausholen, ich kenne es ja. Aber kennt vielleicht nicht jeder. Ganz cool gemacht. Man klappt das so auf und dann hat man hier quasi die Möglichkeit, das so zu stabilisieren. Hat hier noch sein Brillenputztuch drin. Man hat dann hier ein Schächtelchen, um die Brille immer schön und sicher transportieren zu können. Das finde ich eine sehr coole Idee. Habe ich so noch bei keinem anderen so wirklich gesehen. Es gibt diese Schächtelchen auch von oder bei Ray-Ban oder Oakley hat das für die Damenbrillen auch oft, aber die sind nicht so gemacht. Also ist vom Transport her cool. Kann ich das auch gleich mal zeigen. Ich habe noch eine andere Maul. Hier, da ist auch eine drin. So sieht das dann aus, wenn die da drin liegt. Einmal frei. So, aber wir wollen uns die Brille anschauen. Also direkt damit. Die Brille ist dann in so eine Folie eingepackt. Die legen wir mal zur Seite. Dann haben wir selbstverständlich den Bügelschutz. Der ist dafür da, dass man hier, dass hier keine Kratzer entstehen. Und hier haben wir das gute Stück. Also wie gesagt, die Brille ist neu, nennt sich Pocovay Arc. Und meiner persönlichen Meinung nach, Maui-Chin momentan, da ist ein kleiner Fettfleck, den habe ich wohl drauf gemacht. Sorry dafür. Meiner Meinung nach momentan eigentlich Maui Jim fast so die, ja, für mich die bequemsten und komfortabelsten Sonnenbrillen, die man jetzt im Moment so kaufen kann. Hier haben wir Gummipads hinten reingearbeitet, was den Halt der Brille enorm, ja, verbessert. Und typisch auch für Maui Jim, dass sie sehr oft die Nasenpads verwenden, die selbstverständlich auch aus Gummi sind und den Komfort wieder erhöhen, weil man diese wunderbar einstellen kann. Und der Tragekomfort, der ist wirklich, also da gibt es wirklich nichts auszusetzen. Es ist alles sehr leicht und sehr biegsam, ihr seht es hier schon da. Also es ist eine sehr flexible Brille, die auch wirklich kaum Gewicht hat. Deswegen hier mit zwei Finger einfach so super schön tragbar. Die Glasfarbe ist ja grau und für Maui Jim typisch auch. Man sieht es in dem Video jetzt hier nicht so gut, aber man jetzt kommt. Diese Schattierung in der Mitte. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das wohl das Blinzeln der Augen irgendwie darstellen soll. Den Sinn dahinter habe ich jetzt nicht so wirklich verstanden, aber es sieht einfach cool aus. So, also schauen wir uns mal die Werte an, beziehungsweise die Daten. Also es handelt sich hier um die, ich habe alles hier von Edeloptics, ich verlinke euch Edeloptics selbstverständlich. Das ist die Pocovay Arc. Da ist die Brille, da sieht man auch diese Schattierung in der Mitte vom Glas. Da gibt es die Varianten, hier ist die Größe.
sieht so aus, eine Unisex, Damen und Herren, Glasfarbe Naturalgrau und Mattschwarz. So. So viel dazu. Wie gesagt, ihr kennt meine Meinung bereits. Ich bin der Meinung, dass ja, eine der besten Brillen, die es momentan gibt. Ich blende euch jetzt am Ende noch mal ein, wenn ich die Brille trage. Ich will euch mal noch ein anderes Maß mitgeben, bevor ich es wieder vergesse. Und zwar ist es die Weite. Die tatsächliche Weite von hier nach da. Die ist meiner Meinung nach ausschlaggebend, wenn ihr große Brillen sucht. Das wird kaum angegeben. Ist aber für mich ein sehr wichtiges Maß. Wir sind hier bei 140 mm. Und 140 mm ist eigentlich keine L-Brille. Also ich weiß nicht, warum die als L-Brille geführt wird. Auf der anderen Seite wird eine ich gebe es euch mal als Referenz. Hier wird eine Oakley Double Edge auch als L-Brille geführt, die hat aber 148 mm Spannweite. Hier wird eine Oakley Holbrook mit Metal als XL geführt, die hat 142 mm. Also ihr könnt euch da nicht drauf verlassen, wenn ihr das irgendwo lest, wie groß die Brille tatsächlich ist. Also meiner Meinung nach ist das der ausschlaggebende Wert, wenn ihr eine Brille aufsetzt. Wie groß wirkt die? Die Gläser können dann klein sein, groß sein, hoch, rund, spielt alles keine Rolle eigentlich. Diese Weite ist meiner Meinung nach entscheidend. Und wir haben hier 140 mm, das ist also keine große Brille. Es ist eher eine M, würde ich sagen. Eine M-Brille für Herren. Und für Frauen ist sie dann ja wohl doch schon groß. Nur mal als Vergleich, die bekannteste ist die Red Sands. Das ist die Red Sands. Ich gebe euch mal kurz den Wert mit. Die wird eigentlich als relativ ja, groß überall angepriesen. Das ist sie auch. So, wir haben hier, also wenn ihr eine große Brille wollt, dann wir haben hier 144 mm und das ist schon keine riesige Brille. Ne? Also auf der einen Seite wird die Oakley als XL-Brille geführt, obwohl es soweit keine ist. Auf der anderen Seite wird die XL Double Edge Brille als L geführt, obwohl sie riesig ist. Also ihr könnt euch da nicht drauf verlassen. Ne? Also die guckt nach. Ihr müsst entweder Videos schauen oder euch die Brille selber bestellen und anschauen. Hier von dieser Brille habt ihr jetzt das Maß. Wenn ihr eine große Brille sucht, seid ihr mit dieser hier nicht richtig bedient. Sucht ihr eine eher kleinere bis mittlere Brille, dann seid ihr hier richtig. So, ich blende euch jetzt noch ein, wenn ich die Brille trage. Und danke euch vielmals. Ihr findet sämtliche Verlinkungen in der Videobeschreibung. Lasst mir einen Daumen nach oben da, gebt mir Feedback. Abo da lassen, ihr wisst Bescheid. So, bis zum nächsten Video. Ciao.